17. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga. Zum zweiten Mal stehen sich die Düsseldorfer EG und die Schwenninger White Wings gegenüber. Beides Mannschaften, die top in Überzahl sind bislang in dieser Saison. Düsseldorf, die beste Mannschaft in der DEL im Powerplay. Und das beweist die DEG in der 11. Minute in Person von Jerome Flake. Scheibe läuft über Gardiner, über Novak und über Bata, der den scharfen Pass hereinspielt. Das ist einstudiert bei der DEG und Jerome Flake hält die Kelle hin. Überzahltor für Düsseldorf. Und was die DEG kann, das kann Schwenningen auch. Die drittbeste Mannschaft im Powerplay in der deutschen Eishockeyliga hat auch Überzahl im ersten Drittel. Noch gut 5 Minuten zu spielen. Dylan Yo kommt an den Puck. Dann wird zunächst der Schuss geblockt von Olimp. Aber dann ist eben vor dem Tor Mike Blunden frei. Hervorragend angespielt von Patrick Canoni. Da sehen wir es nochmal. Zunächst Olimp mit dem Block und dann ist aber die Lücke da für Blunden, der vor dem Tor parkt. Keine Chance für den an diesem Abend glänzend aufgelegten Matthias Niederberger. 1:1 nach 20 Minuten. Das geht in Ordnung. Beide Teams auf Augenhöhe. Der zweite Durchgang. Schwenningen im Vorwärtsgang. Schwenningen setzt sich durch. Die Chance ist da und wieder. Matthias Niederberger. Burke ganz alleine vor ihm. Kann sich fast die Ecke aussuchen. Mit einem tollen Move hier. Und dann ist Niederberger mit dieser Parade zur Stelle. Das zweite Drittel. Schwenningen besser in diesem Durchgang. Lässt Düsseldorf kaum zum Zug kommen. Hat Überzahl, dann Düsseldorf mit dem Konter. Der wird abgefangen und plötzlich sind 4 Schwenninger durch. Und die nächste Chance für Burke. Aber wieder ist Matthias Niederberger zur Stelle. Der beste Torhüter der deutschen Eishockeyliga, was die Fangquote betrifft, bleibt auch in diesem zweiten Duell mit Schwenningens Stürmer der Sieger. Noch 6,5 Minuten im zweiten Drittel. Wieder Schwenningen im Angriff. Aber dann wird der Angriff abgefangen über Flake und über Bukatz. Greift die DEG an. Bukatz aus der Drehung und dann ist der Puck plötzlich drin, weil das den Strahlmeier nicht richtig in seinem Tor steht, sondern mehr auf den Knien kniet. Was ist da passiert? Flake mit dem Pass für Niederberger. Dann oben am Bildschirmrand. Alex Weiß kommt zu Fall und rutscht in seinen eigenen Torhüter, holt den von den Kufen und dann ist der Weg frei für Bukatz und den Puck. Das 2:1 für die DEG. Die letzten 2 Minuten im zweiten Drittel. Wieder Überzahl für Schwenningen. Situation fast bereinigt. Dann kommt Christopher Fischer an die Scheibe, hat viel Platz, nimmt den Schuss, trifft den Pfosten und im Nachfassen ist Mirko Sacher da. Dem fällt der Puck genau auf die Kelle und er braucht nur einzuschieben. Da, Pfosten von Fischer und Sacher mit dem Ausgleich zum Ende des zweiten Durchgangs. Alles wieder auf Null gestellt. Ausgeglichene Partie, das gemäß dem Spielverlauf bisher. Das letzte Drittel. Düsseldorf mit viel Druck gleich vom ersten Bulli weg, schnürt teilweise die Wild Wings im eigenen Drittel ein. Flake, gute Bewegung. Dann der Pass rüber. Was für eine Chance. Und dann haben die Wild Wings Glück. Ebner hat sich da reingetankt. Strahlmeier ist noch dran. Riesenchance Düsseldorf. Es bleibt beim 2:2 und es geht nach 60 Minuten in die Verlängerung. Und die bietet Chancen vor allem für die Wild Wings. Sie haben den Puck. Schauen nach der nächsten Torgelegenheit. Die kommt nicht. Stattdessen dieser Pass von Kamera für Ebner. Der tankt sich durch und dann gehen die Arme der DEG-Spieler in die Höhe. Die Zeitlupe zeigt, der Puck rutscht über die Linie. Düsseldorf gewinnt in der Verlängerung. Gut, ich weiß nicht, wie es vom Fernseher aus gesehen hat, aber was wir im zweiten Drittel für Chancen vergeben haben, ist eigentlich unglaublich. 2-1, Alleingänge 4-1, was wir da gelaufen sind und treffen das Tor nicht. Und auch in der Verlängerung jetzt ein Alleingang, einen halben von Burkey. Ja, Lob an Matthias Niederberger, hat stark gehalten, aber ich denke, es war auf jeden Fall mehr drin.
Schwenningen nimmt einen Puck mit nach Hause aus Düsseldorf. Erneut trennen sich beide Mannschaften mit 3:2. Düsseldorf gewinnt in der Overtime. Alle Spiele der Deutschen Eishockeyliga und vieles mehr live bei Magenta Sport.